Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute teile ich mit euch mein neuestes Traveler's Notebook. Wir waren auf Mallorca im Juli und ich hatte auf Instagram eine Umfrage gestartet, was ihr als nächstes sehen wollt, das TN oder das Walkthrough oder Flipthrough Video durch das Project Life Album, und ihr habt euch für das TN entschieden. Deshalb heute, baba, ich habe verwendet von Dani Poise, ein Dani Dori. Ich hatte das Glück, dass mich jemand getaggt hat auf einem Gewinnspiel, und die liebe Wolkenlos 2016 hat dafür gesorgt, dass wir beide so ein super Kit gewinnen, und ich bin echt, echt dankbar. Also an der Stelle auch nochmal Danke an all diejenigen, die mich immer zu diesen Gewinnspielen und sowas taggen und so weiter. Das ist echt toll. So, das Kit war das, ich glaube, Juni-Kit war es gewesen, und es war echt super schön und es hat total gepasst gehabt zu dem Thema. Und alles, was ich hier verwendet habe, bis auf ein paar, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Papiere von Felicity Jane, ist aus dem gleichen Kit. Ja, dann schauen wir uns nochmal direkt an. Ich hatte bei meinem letzten TN, was ich ja in diesen Ringen gemacht hatte, auch schon so ein kleines Vorwort geschrieben, und das hatte mir ganz gut gefallen. Und das habe ich hier auch nochmal gemacht gehabt, aber auf dem Computer geschrieben, also nicht mit Hand. Hier die Washis, die sind auch nicht von dieser Kollektion, genauso wenig wie das Cork Embellishment. Da habe ich mich natürlich auch an andere Sachen dann gehalten, die ich noch in meinem Stash hatte. Auf jeden Fall waren wir ja für 3 Tage auf Mallorca gewesen. Mein Schwiegerpapa war da und hatte diese tolle Finca gemietet, und wir waren dann einfach an 3 Tagen da und haben die Sonne und das gute Essen genossen. Und es war echt ein schöner Trip. Ich hatte ja so ein bisschen Angst gehabt, aber es hat ganz, ganz gut geklappt gehabt mit der Mila, auch mit dem Fliegen und so. Und das habe ich jetzt einfach hier schnell in diesem Album dokumentiert. Dafür sind die echt super. Ja, an der Stelle habe ich dann auch zum Beispiel, es gibt ja keine richtigen Flugtickets mehr, habe dann aber einfach diesen Ausdruck genommen und dann hier mit eingeklebt. Dann noch was drunter geschrieben, hier diese Gepäckteile dran geklebt. Hier ist bis auf das Vellum-Papier und das ABC-Papier alles von der Kollektion oder beziehungsweise von dem Kit. Und das hat echt super gepasst. Dann auch hier noch mit diesem Wochenteil. Manchmal, da setzt man vor so Sachen, dann denkt man, oh, was macht man damit? Aber wenn man es dann oder die Seite oder das Layout hat, wo es dann passt, dann ist es ganz klar, dass man das nehmen muss. In dem Kit kamen auch diese Enamel-Teile, die sind irgendwie ganz schön, die habe ich auch durch das ganze Album hinweg verwendet. Und dann die Sticker, die sind eigentlich alle von dem Kit von Dani Poise. Ich weiß jetzt nicht, ob es das noch gibt, ich kann ja mal schauen, falls ja, würde ich es auch nochmal verlinken. Genau, dann habe ich auf der Seite, also ich habe es versucht immer so wirklich so wie ein bisschen ein kleines Mini-Layout zu sehen. Also eine Seite war dann halt für mich so ein Layout, und dann habe ich mich dann da auch ausgetobt, und das hat echt super geklappt. Und bei manchen Sachen habe ich auch was geschrieben, manchmal dann nicht. Aber hier diese Vellum-Pieces, die waren ganz cool. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Kollektion noch weiß, aber ich glaube, die weiß ich nicht mehr. Moment mal. Ich habe nämlich mittlerweile so viele Reste hier rumliegen. Ach doch, ja. Die Kollektion ist von teilweise Recollections, aber ich glaube, der Großteil war dann von Crate Paper gewesen. Die hat, wie heißt das denn? Naturals. Hier war zum Teil Recollections Naturals. Dann haben wir hier nochmal Crate Paper und ich weiß aber jetzt nicht, wie das. Mal schauen, ob es irgendwo drauf steht. Also ich weiß jetzt nicht genau den Namen der Kollektion, aber das war die Kollektion gewesen, die ich da schon verwendet habe. Und da kam auch ein Ephemera-Pack dazu. Das habe ich dann verwendet komplett. Und die Sticker und die Enamel Dots, die habe ich auch verwendet. Genau, dann haben wir die nächste Seite. Und hier habe ich dann auch Ellie Edwards Stempel verwendet. Aber alles andere war auch wieder von dem Kit. Und dann habe ich gedacht, hier mache ich mal nochmal so ein bisschen Background-Stamping. Das will ich ja üben. Das gefällt mir auch ganz gut. Und ich finde, es gibt hier zum Beispiel einen schönen Kontrast mit dem Schwarz-Weiß. Ihr wisst ja mittlerweile, ich liebe ja Schwarz und Weiß. Dann habe ich hier zum Beispiel mal eine Seite, wo ich dann auch was geschrieben habe. Auch gelayert hier, ein bisschen gerissen. Also wirklich immer kleine Mini-Layouts gemacht. Das wirkt total schön.
Dann habe ich mal hier wieder die 4x4 Fotos verwendet. Das hatte ich auch in einem anderen Album schon mal gemacht. Da hatte auch jemand schon gesagt, das würde cool aussehen. Bin auch total der Meinung, dass das halt irgendwie total cool wirkt, wenn man dann, sag ich mal, zwei ähnliche Fotos hat. Würde aber wahrscheinlich auch mit anderen Fotos funktionieren. Dann hatte ich ja schon in meinem letzten Album so ein kleines Mila-Resümee gezogen. Das habe ich auch hier wieder in dem Album gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann, ich glaube, das ist meine Lieblingsseite im TN. Also das sieht irgendwie total schön alles aus. Links ganz schlicht mit einfach nur mit diesem Gold-Wellenpapier, was ich da aufgeklebt habe. Und dann rechts, das ist von Felicity Jane. Und dann habe ich die ganzen Ephemera-Bits auch wieder von Grey Paper genommen und dann halt hier so einen Fotostreifen draus gemacht. Dann habe ich hier auch einfach mal eine Pocket gemacht. Hier habe ich dann zum Beispiel auch Journaling draufgeschrieben. Das bin ich. Das hier ist wieder von Ellie Edwards. Current Mood. Also die Sachen, die waren echt schön. Ich muss, ich glaube, man muss gar nicht so viel Papierkollektionen kaufen. Es kommt eher mehr auf das Ephemera an. Und wenn man dann mal so ein Pack hat und das kann man dann mal in so einem Album verarbeiten, das hat natürlich was. Ach genau, und diese Sticker, die kamen auch auf so einem Sticker-Sheet. Die waren, glaube ich, ebenfalls ein Grey Paper. Ich habe noch ein paar Sachen auseinandergeschnitten. Mal gerade schauen, ob das da drauf steht. Nee. Das sind noch die einzelnen Sachen, die ich übrig habe. Also mehr ist es nicht. Ich habe hier 5 Sticker und dann halt hier noch diese paar Embellishments. Genau, dann auch hier wieder geschrieben und hier habe ich echt sehr, sehr viel Layering betrieben. Also hier Papier, Ephemera, ganz viele Sticker, Tags, dann die Enamel, Dots, dann ja so ein bisschen gejournalt. Hier habe ich nochmal ein Chipboard-Piece von Ellie Edwards genommen. Also ja, wenn mir so irgendwie was gefehlt hat, habe ich mich natürlich auch mit anderen Sachen oder mir mit anderen Sachen ausgeholfen. Dann ist das hier auch so eine Sache, die mir mal ganz gut gefallen hatte mit den kleinen Karos, beziehungsweise mit den 2x2 Quadraten. Die habe ich ja auch ganz gerne in meinem Oktober- und Dezember-Daily verwendet und das habe ich auch zum ersten Mal in einem TN-Layout gemacht gehabt und ich fand das irgendwie ganz schön und wollte das einfach nochmal aufgreifen. Also ich habe versucht, irgendwie so all meine Lieblingselemente zu verarbeiten. Zum einen, Moment, zum einen ist es das mit dem Stampen, mit dem Doodeln, das wisst ihr ja. Dann habe ich die 4x4 Formate, dann diese Fotostreifen finde ich immer ganz schön und dann halt das mit den Quadraten, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Genau, ein bisschen Journaling gemacht. Und dann habe ich hier nochmal ein Doppelspread. Finde ich auch ganz toll geworden. Auch mit, also die Embellishments, die sind einfach nur der Hammer gewesen. Und total passend halt für diesen Urlaub. Und dann habe ich hier nochmal eine schöne Seite, auch nochmal mit 2x2. Und dann habe ich hier noch so ein Wellenpapierchen benutzt als Tagbag. Haha. Tagbag, genau, den habe ich dann hinten dran geklebt. Das ABC-Papier und ich glaube, die Punkte sind wieder von Felicity Jane. Alles andere, na gut, das war Washi halt auch nicht. Aber auch sehr schön geworden. Und dann halt hier mit dem Schreiben, also das gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut. Und dann sind wir auch schon zurückgeflogen, genau. Und dann auch noch so ein paar Sticker hier, auch wieder die Tickets und die Luggage-Tags dann mit reingeklebt. Ja, das ist mein kleines... oder mein Kurztrip dokumentiert im TN. Ich finde das Format ja sehr, sehr schön. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und halt auch gerade für so Kurztrips finde ich es irgendwie schön. Ich glaube, je größer, je länger der Urlaub ist, desto schwieriger wird es, in so einer kleinen Variante was zusammenzufassen. Deswegen hatte ich ja für den Türkei-Urlaub zum Beispiel die Ringe gemacht oder das Album aus selbstgemachten Ringen verwendet. Da war das natürlich ein bisschen besser, weil es ein bisschen größer ist beziehungsweise ein bisschen dicker werden konnte. Wenn man sich das jetzt mal noch in einem TN vorstellen müsste, das wäre nämlich ganz schön dick geworden. Ja, ihr Lieben, ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare freuen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das mit dem Project Live Walk oder Flipthrough, das weiß ich noch nicht, die Woche auch noch hinbekomme. Ansonsten wird es halt nächste Woche. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass es halt ein bisschen weniger wird momentan, weil ich halt viel um die Ohren habe und irgendwie das Ganze nochmal neu organisieren muss und ich noch nicht so genau weiß, ob ich, ja, aber... Ich sag mal, für mich basteln, fest eingetaktet ist so eine Sache. Also ich muss basteln, wenn ich gerade Lust und Spaß dran habe und nicht dann, wenn ich es in meinem Terminplan drin stehen habe. Und dementsprechend, ich muss mal schauen, wie es läuft. Natürlich möchte ich gerne halt auf jeden Fall fix einmal die Woche was hochladen, ob das jetzt der Samstag oder der Sonntag wird oder Samstag und Sonntag. Und von den Uhrzeiten her, ihr
werdet sehen, also ich filme es jetzt auch samstags morgens, von daher wird es ja nichts mehr mit 8 Uhr. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das in der Zukunft mache. Trotzdem, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Likes und Kommentare sind natürlich sehr willkommen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!